Hey yo, mein Name ist Martin Girl, herzlich willkommen zu meiner heutigen Figuren-Review-Ausgabe. Heute gibt es nämlich Razor Ramon. Ich habe die Figur leider nicht mehr in der Verpackung, denn ich habe die schon eine ganze Weile. Trotzdem kaufe ich meine Figuren übrigens im Wrestling-Figuren-Shop. Dazu ist auch ein Link und ein Gutscheincode unten in der Videobeschreibung. Checkt das auf jeden Fall gerne mal aus und wir schauen uns hier heute mal die Razor Ramon-Figur an. Ist eine Elite-Figur, wie gesagt schon ein bisschen älter und halt auch schon ausgepackt gewesen, aber die habe ich euch in meinen 1000 Figuren-Review-Videos einfach noch nicht gezeigt. Deswegen hole ich das hier gerne nach. So, das ist der Gute. Wir haben hier natürlich erstmal einen recht ordentlichen Headscan, da kann man schon mal nicht meckern, hier auch mit diesem wunderbaren, ich nenne es mal Superman-Locke hier vorne dran, das Ganze auch schön schwarze lange Haare, wie wir das kennen, ein bisschen Bart ist am Start und natürlich ein Lächeln, was man kennt, leider keinen Zahnstocher, das wäre noch geil gewesen, wenn noch so ein kleiner Zahnstocher rausgucken würde. Naja, man kann ja nicht alles haben. Wir haben hier natürlich übelst die fetten Bling-Bling-Ketten mit dran. Außerdem den Bär vorne hier übelst die Haare drauf gemalt auf dem Oberkörper. Wir haben zwei Pads, ein lilanes und ein schwarzes. Hier hinten auf dem lilanen haben wir auch noch diese Klingen, diese Razors. Ja, ansonsten an den Händen weiter nichts. Die Jacke natürlich auch ganz geil hier mit diesen Knöpfen hier auf der Seite und sowas. Passt alles auch sehr gut hier hinten, dann auch nochmal Razor Ramon draufgeschrieben. Und auch hier, man sieht halt, das ist wirklich eine Weste. Denn hier hinten ist das Ganze mit so einer Schnalle hier zugemacht. Das ist halt auch wieder, da sage ich immer Liebe ins Detail, aber so ist es nun mal. Es ist eine schicke Weste hier. Außerdem haben wir den alten Intercontinental-Titel mit am Start. Die schwarze Strap-Version, das Ganze mit dem alten WWF-Logo hier vorne drauf. Ja, auch schon mal nicht schlecht. Ich mache den jetzt aber kurz mal ab, dass ihr auch noch die Hose davon sehen könnt. Und zwar hier vorne Razor und hier hinten natürlich wieder diese ganzen Klingen mit am Start. Das ganze Design haben wir auch auf den Kneepads noch drauf. Und auch noch lilane Boots mit weißen Bändern, Schnüren, wie auch immer. Das Ganze hier in der Figur, die mir wirklich sehr gut gefällt. Sehr coole Razor Ramon Figur. Einfach mal wieder was für die Oldschool-Leute. Ja, Razor Ramon bzw. Scott Hall, natürlich einer der Oldschool-Leute. Mal von der NWO abgesehen, denn es handelt sich hier nun mal um Razor Ramon, also müssen wir eher noch einen Schritt nach vorne gehen. Und natürlich, wenn man über Razor Ramon spricht, muss man natürlich auch über das Ladder Match gegen Shawn Michaels reden. Großartiges Ding, könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen, gibt es bestimmt irgendwo auf YouTube zu finden. Ansonsten Razor Ramon auch vom Charakter einfach. Für die damalige Zeit richtig geil, wurde von den Fans übelst gefeiert. Und in der ersten Raw-Episode einfach mal grandios verloren gegen 1-2-3-Kid. Gleich mal hier eine Feder aufgebaut. Ist übrigens X-Pac, falls das niemand wusste. Ja, auf jeden Fall Razor Ramon, ziemlich cooler Typ gewesen. Natürlich auch vom Stil her, jetzt nicht der krasseste Highflyer oder der, keine Ahnung, übelst stärkste Typ ever. Sondern einfach von Grund auf solides, gutes Arbeiten, ruhiges Arbeiten. Und das war halt zu der damaligen Zeit auch einfach notwendig. So ist man damals overgekommen und das hat halt einfach zu der damaligen Zeit richtig gut funktioniert. Wenn wir ihn heute reinsetzen würden, ohne ihn zu kennen, wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, aber zur damaligen Zeit hat das sehr gut reingepasst. Gerade auch nicht nur das Optische, was man halt einfach hier ausmacht, sondern auch diese Catchphrase, dieses Hey yo, dieses, keine Ahnung, was haben wir noch alles? Say hello to the bad guy. Ja, sowas zum Beispiel. Das bleibt im Kopf, das sind einfach Catchphrases. Die sind damals auch übelst gehypt gewesen und die kann er einfach immer noch bringen. Und man kennt den einfach. Razor Ramon ist auch einer der Leute, wenn du sagst, ja, ich gucke Wrestling, dann kommt immer, oh, habe ich früher auch mal geguckt. Und dann gibt's Hulk Hogan noch, gibt's Undertaker noch und hier den Typen mit den Zahnstocher. Ja, Razor Ramon, genau, gibt's den noch? Und das sind einfach immer die Namen, die halt genannt werden. Das sind Wrestling-Charaktere, die über 20, 30, 40 Jahre noch funktionieren. Da werden auch, wie gesagt, in 50 Jahren wird man uns noch fragen, ey, gibt's Razor Ramon noch? Und das ist krass, wenn du so einen Charakter aufbaust, der bei den Köpfen einfach so krass im Kopf bleibt. Ja, das auf jeden Fall Razor Ramon. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ich glaube, ich habe sehr viele Oldschool-Wrestling-Fans in meiner Community. Deswegen gerne mal eure Meinung zu Razor Ramon unten in die Kommentare. Obwohl er natürlich zwischendurch auch, naja, in seiner Karriere einen ziemlichen Absturz hatte und so. Aber darüber will ich jetzt heute einfach mal nicht reden. Ja, das hatten nun mal einige Wrestler.
Deswegen, naja, was willst du machen? Gut, Freunde, das auf jeden Fall erstmal zu meinem Video für heute. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Außerdem auch gerne Meinung, wie gesagt, in den Kommentaren. Und ein Abo, falls du das noch nicht gemacht hast. Check einfach mal aus. Guck einfach mal, mach mal das Video klein. Hast du klein gemacht? Und jetzt guck mal unter dem Video, ob du mich überhaupt abonniert hast. Wenn nicht, drück den scheiß Abo-Button. Das bringt mir was. Und du kannst in der Abo-Box sehen, wann meine Videos kommen. Oder ob meine Videos gekommen sind. Das ist voll cool. Mach das. Okay, Freunde. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.